So, ich mache mal ein kleines Beispiel. Wenn du einen Druck hast, wenn du gegen irgendwas ankämpfst, das ist immer wieder das Problem, wenn du in den Spiegel reinschreist, dann schreit er zurück. Ja. Wenn du loslässt, du musst der Erste sein, der loslässt, dann lässt es los. Es kommt aber das Problem, dass wenn du loslässt, du darfst nicht zurückgehen. Das ist ein momentanes, das Zurückgehen. Pass auf, ich mach's mal so. Druck ist eine Spannung. Ja. Wenn du loslässt, löst sich die Spannung auf. Das heißt, ich drück, jetzt löst sich die Spannung auf und jetzt kommt das Problem, dass du zurückgehst. Und dann hast du wieder eine Seite und dann kommt wieder die nächste Seite, wo du wieder einen Druck aufübst. Ah Weil du ja. dann aus der Mitte rausgehst. Ah ja. Na gut. Ah Du musst ja. bloß so viel loslassen, ohne die Mitte zu verlassen, dass der Druck weg ist. Das ist die Spannung, Ja. das wäre jetzt der Druck. Ja. Wenn du loslässt, dann ist nichts. Wenn du jetzt aber zurückweichst, dann Ja. hast du das und dann kommt automatisch wieder das Ja, und dann eigentlich bist du in klar. dem zeitlichen Wechsel. Muss sein, ja. Ja, muss sein, klar. Es ist, Klar. weil du sollst dich ja nicht aus der Mitte raus bewegen, aber es ist Schön. schlichtweg und einfach, es geht um das Loslassen. Und zwar, ich rede jetzt von einem innerlichen Loslassen. Schön, ja. Nicht als Figur. Ja. Und es geht nicht um die Dinge in der Welt. Es geht um den, der es erlebt. Alles, was ich hier erzähle, dreht sich um den, der es erlebt und nicht um irgendwelche Dinge oder um irgendwelche Menschen, weil die sowieso vergänglich sind. Man hängt so in seiner Moral drin und die Moral ist immer wieder der Angeber, der ständig mit der Logik, die Moral ist eine Logik, die angibt, was richtig und verkehrt ist. Und damit bleibst du in dem Problem des zweiten Ja. Fragen-Antworten-Sternen. Ja. Ja. Das heißt, erst wenn du die eigene Moral überwindest, das macht man Ja. so. Ja. Jetzt ist natürlich immer wieder, das ist schon wieder eine einseitige Aussage, wenn du das genau magst. Ich sage jetzt nicht, dass du nicht mehr wird, dass du amoralisch werden sollst, unmoralisch werden sollst, sondern dass du das System durchschaust. Es ist Ja. immer mit Ja. helfen, das schwingt auch immer mit das, was du willst, dass man einen anderen tut, dass du dir selbst. Du magst es immer dir selbst, im Positiven wie im Negativen. Die Frage ist bloß immer, wen magst du's? Würdest du was machen für einen Schrank? Gute Würdest du was Frage. machen für einen Stein? Würdest du was für ein Musterhaus machen? Das wird klar. Was, wenn ich sage, das, was du den anderen tust du dir selbst, bezieht sich der, der es erlebt, und es bist immer du selbst. Wenn ich jetzt aber merke, dass Großartig. das Ding, mit dem ich zu tun habe, überhaupt keinen Geist im Hintergrund hat, ob jetzt es ein Schrank ist, ein Stein ist oder Trockennasenaffe ist, dass ich Großartig, da rein erkenne, das ist ein reiner Mechanismus. Dann mache ich es nicht mehr. Oh ja. Ja. Hast du den Eindruck, dass dann hinter deiner Mutter ein Geist steht? Nee, wir haben lange gesucht, nichts Das ist das gefunden, reine oder? Trockenhausenaffenprogramm, das Ja. abläuft mit Egoismus, mit allem, was dazugehört, sich am Leben erhalten wollen, Recht haben wollen, all das ganze Zeug. Ja. Nicht ein Hauch von Einsicht. Ja. Das stimmt. Dann musst du das fallen lassen wie einen heißen Stein, sonst quälst du dich bloß selber. Ja. Und wenn es ein bildfremd ist und du merkst, dass das ein Hauch von Geist ist, dann mach alles für ihn, weil das magst du für dich. Gut. Oh ja, das ist Gut. wichtig. Das zu Gut. unterscheiden. Das ist wichtig, ja. Gut, ja. Darum geht es. Gut, sehr gut. Das ist super, Sehr ja. gut, ja. Natürlich, da wirst du merken, wie dann das Trockenhausenaffenprogramm mit denen die rebelliert. Familie, ob es Familie sind, ob es Kinder sind, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist alles nicht geistreich, das ist programmgesteuert. Ja. Das sind die Sehr Prüfungen, gut. die du zu bestehen hast. Sehr Prima. Das ist ganz wichtig, ja. Prima. Sehr gut. Ja. Eindeutig. Merkst, Glasklar. es gibt immer noch mal einen Glasklar. Schritt drüber, Peter. Glasklar. Ja, das ist es. In der Ja. Weisheit. Ja. Solange man mit Gedanken kommuniziert, wo man merkt, da ist kein Geist im Hintergrund, keine Vereinigung. Ja. Das findet man selten, sehr Wählst du selten. dich immer selbst? Zumindest die Rolle, die du spielst. Da kommt vielleicht, was denkt dann von mir? Was denkt der Gedanke von dir? Wenn du merkst, du hast kein eigener Geist im Hintergrund. Ja, eben, das, was man denkt, dass er denkt.
Da wirst du dann diesen Zustand, hast du mal kriegen, der Apathie. Ja. Schön. Das sind so Stellen, Mitleiden oder egal was da ist. Lass einfach passieren, was passiert. Gut. Ja. Es geht auch um das Kümmern des eigenen Körpers. Das ist genauso vergängliche Erscheinung. Ja. Das kann man nur hinnehmen, Peter. Du wirst es merken. Du machst immer Druck. Du kämpfst dagegen an, gesund zu werden, ein Leben lang, weil du eine einseitige Vorstellung von Leben hast. Das ist die Quelle von Leid. Und in dem Moment, wo man sich in sein Schicksal gibt und einfach lernt, einverstanden zu sein, Ja. dann kann der Selbstheilungsprozess einsetzen. Ja, das Du stimmt. weißt, wie sich das in die Länge zieht. Oh, ja. Ja. Obwohl es alles nur jetzt ist. Es Das wird ist irgendwann es. nochmal ein bisschen Gedanke sein. So wie das Chat-Denken, wo ich sage, so wie wenn ich jetzt immer mein Beispiel bringe hier, muss ich wieder Udo-Beispiel bringen, wenn ich die Bundeswehrzeit bei mir nehme, in meinem Leben, die 4 Jahre. Ich betone immer wieder, da war überhaupt nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil. Viel Spaß gehabt. Es war nur diese unendliche Langeweile, weil ich mich zu Tode gelangweilt habe. Wenn du am Wochenende einen Dienst hast, wenn du jung bist, ich bin leidenschaftlich gern tanzen gegangen, wir mussten so viel Schön. Dienste schieben, dann wie mich Schön. auf Heidenheim versetzt habe, was ich in Feldafing nicht hatte, wo ich aus Liebe weg wollte. Da musste ich gar keinen Dienst schieben, das war private Wachgesellschaft. Dann komme ich nach Heidenheim, da hat man dann 3 Dienste. Wachhabende vorne in der Kaserne, dann ist der hinten noch ein Munitionslager abgetrennt ist gewesen, da musste Wache gestellt werden und UVD. Und dann ist es, du sitzt ja nur rum. Ja, Da ist nicht, eben. dass das grausam ist oder was. Wir haben viel Gaudi gehabt. Konnten Panzer fahren, spielen mit all dem ganzen Zeug, aber es langweilig irgendwann zu Tode. Und subjektiv, diese 4 Jahre, jetzt ist es schon so lange her, aber das war ein Beispiel, wo ich vor 20 Jahren gebracht habe, wie ich einen Laden noch hatte. Da ist mir bewusst, dass die 4 Jahre Bundeswehr sind mir wirklich mindestens 5, 6 Mal so lang vorkommen, wie die fast 20 Jahre, wo ich mein Geschäft hatte. Von Das den die geil. fast 25 Jahre, Ja. wo ich aus dem Geschäft draußen bin, von denen will ich gar nicht reden, das ist, Ja. da ist eh keine Zeit da Ja. gewesen. Ja. Diese subjektive Zeitempfindung, wo Ja. ich immer wieder Oh sage. ja, oh Ja. ja, oh ja. Das In verschwindet dem Moment, irgendwie, wo du gell? einen Chat Das. draußen hast, es ist ja nur ein Gedanke, das ist ja schon wieder ein Zeitfenster, eine Sekunde, 4 Jahre, 20 Jahre. Es ist ein Gedanke, der jetzt gedacht wird, der in dir aufgrund deiner Interpretation ein Gefühl von Länge darstellt, in dir erzeugt. Und dann lässt du dich schon wieder auf raumzeitliche Gedanken ein, die dich total verwirren und total wieder unbewusst machen. Ja. Naja. Jetzt würde ich wieder sagen, wieder, wie lange warst du krank? Jetzt kannst du wieder eine Zeitspanne Jetzt ausdenken, ja. aber wo war das, während ich jetzt das gerade erzählt habe und du aufmerksam zugehört hast? Ja, eben. Eben. Es ist ein Gedanke an Vergangenheit, das sich sowieso auflöscht. Ja. Das Ballast ist, das sind Steine, die man mit sich nimmt und die man mit Gewalt versucht, am Leben zu halten. Komisch, gell? Was ich immer wieder sage, erstens sagt das, was ist, du kannst es sofort überprüfen. Ja. Der zweite glaubt nur an seine Logik, die gar nicht seine Logik ist, seine Meinung ist. Und es ist hochinteressant, dass das, was der zweite sagt, weil dir das logisch erscheint, obwohl du auch überprüfen kannst, dass all diese hundertprozentig sicher logischen Konstrukte, die du tätigst mit dieser Logik, dass du die nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das führt dich in den dogmatischen Glauben. Aber Ja. die ist trotzdem so mächtig, dass du sagst, das, was der erste sagt, ist ein Geschwätz. Weil dir offensichtlich deine Logik wichtig ist, wie das, was hundertprozentig sicher ist. Oh ja, naja, das ist richtig. Eigenartig, gell? Da muss man an den Punkt kommen, dass man das zu verstehen anfängt. Ja, anders geht's nicht. Muss verinnerlichen, wirklich Den Rest erkennen. lässt du, die Verwandlung passiert von allein, wie das Älterwerden. Da gibt es nichts zum Aufhalten. Das ist Ja, all ah, das, das wo ist ich sage, ob schön. das Schulmedizin ist, es Schön. ist alles Schwachsinn. Schön. Die Beispiele habe ich jetzt zum Beispiel hier, Schön. das habe ich in den letzten Selbstgesprächen angesprochen, ob wir von Harmer-Medizin reden, ob du Fan von Harmer bist, dann hast du ein Feindbild. Die Schulmedizin, bist du Schulmediziner, hast du ein Feindbild in Charlatan Harmer. Aber das Problem von beiden, erstens bist du schon wieder in einer Einseitigkeit, Kategorie 2. Richtig. In einer Unvollkommenheit, aber was die überhaupt nicht begreifen, was die einzige Lüge in der Schulmedizin Und und bei einem im Hammer, gell? Harm ist. Die versuchen, Ja. eine vergängliche Erscheinung am Körper möglichst lange am Leben zu halten, was eigentlich gegen natürliches Gesetz ist. Ja.
Da kann ich dann tausendmal sagen, kann er wird auf die Idee kommen, das Baby als Ding an sich am Leben erhalten zu wollen. Ja, richtig. Sobald du älter bist, will man den Körper am Leben Ja, erhalten. genau. Bis ich doch schon ein paar Jahre später mit dem eigenen Wissen der Schulmedizin eigentlich alle Atome tauschen sich aus, spätestens alle Ja, 7 Jahre in deinem Körper. Dann ist kein Atom mehr gleich. ja. Halt einmal die Hand vor dein Gesicht. Margot, halt die Hand vor dein Gesicht. Wo war die die ganze Zeit? Was siehst du jetzt? Die Hand an einer alten Frau. Ich sage, nein, die ist gerade im Moment entstanden, die ist vollkommen neu. Ja. Ja. Alles andere ist Interpretation und logisches Konstrukt. Das ist die Logik. Ja, die ist so. Vorgestern war Bericht in ARD um 20:15 Uhr. Ich habe es nicht angeschaut. Ich sah, ich habe es am Stammtisch erwähnt. Ich habe nur kurz reingelesen, was in der Fernsehzeitung drin steht. Und zwar war das Thema in der ARD, wer regiert Deutschland? Und es hat sich dann darum gedehnt, regieren die Politiker Deutschland oder die Bosse der DAX-Unternehmen? Ich weise das da mal darauf hin, dass hier diese Frage schon sehr in die Irre führt, weil du eine einseitige Antwort haben willst. Richtig, Was ja. aber ich dir gleich sage, was in dem ganzen Bericht, ich habe ihn nicht angeschaut, aber den können wir jetzt gerne in der Mediathek nochmal nachschauen, was überhaupt nicht erwähnt wird. Nicht einmal, weil dann die Lüge ans Dach kommen würde, Ja. Deutschland ist eine Demokratie. Regiert in der Demokratie letzten Endes das Volk? Auf die Idee sind die gar nicht gekommen, wenn es eine Demokratie wäre, dass das Volk auch was zu sagen hat. Da geht es bloß, sind es die Politiker oder sind es die DAX-Unternehmen, die Bosse der DAX-Unternehmen. Siehst du, Ja, genau. Weil das eigentlich klar sein Ja, sollte, dass siehst du. das Volk überhaupt nichts zu sagen Ja, hat. das ist ein Feigenblatt der Überhaupt. Demokratie. Ich habe ein paar Mal schon gesagt, wenn wirklich Demokratie in Ansätzen funktionieren sollte, was nicht funktionieren kann, Kinder an die Macht, Deppen an die Macht. Eben. Mein demokratisches Krankenhaus. Lassen wir das mal weg. Aber der erste Ansatz, wenn jetzt die wirklich Bewusstsein hätten, dann müsste jeder, der eine Wählerstimme hat, müsste Ja. komplett einsichtig. Es dürfte keine geheimen Sitzungen geben, keine geheimen Absprachen, wo das Volk für dumm verhalten wird von denen, die gewählt werden, sondern es müsste alles komplett für jeden, der eine Wählerstimme hat in Deutschland, der wählen darf, müsste komplett öffentlich einsichtig sein. Egal, was ein Abgeordneter macht, was er sagt, was er wählt in geheimen Abstimmungen, müsste veröffentlicht werden und dann kann der Wähler sehen, ob er wirklich richtig gewählt hat. Das wäre transparent, ja. Aber darum geht es überhaupt nicht, weil wie gesagt, selbst dann hätten wir immer noch Deppen. Dann wird es immer nur hin und her schwingen, weil die wen wählen und dann macht der einen Scheiß und dann wählt es das nächste und dann bürgert sich das in die Länge. Demokratischen Krankenhaus, sage ich, ist das Erste, wenn man da demokratische Abstimmung macht, das zieht. Wenn man sofort handeln muss und du kannst immer nur jetzt handeln, würde das extrem zeitlich wieder in die Länge ziehen, darum funktioniert das eh nicht. Aber über solche Gedanken musst du dir gar keinen Kopf mehr machen. Ja, richtig. Dich zurückziehen und eine Verwandlung Ja, zulassen. dumm. Ja, eben. Ah, oh, das ist so schön. Das Das ist, ist, das Alter ist es so gibt eine. ein Geschenk. Gerechtigkeit dient sich über ein Bücherregal. Was ist ein Bücherregal? Ein Bücherregal sind einzelne Leben. Der vor dem Bücherregal steht, muss alle Leben leben, der muss all diese Bücher lesen. Was für Leben sind das? Es sind alle Menschen, mit denen du in irgendeiner Art und Weise kommunizierst und in Kontakt trittst. Auf einer Ebene, das heißt, wenn mir jetzt spazieren geht, taucht dann auf und verschwindet wieder. Das ist wie ein Straßenschild oder sonst was. Die Masse kannst du total vergessen. Das heißt, du, sobald du in deiner Lebensgeschichte, und jetzt kann man schon sagen, in einem gewissen Maß, wenn du immer im selben Laden bist, das lasse ich einmal in der Schwebe, bloß ein nettes Gespräch an der Supermarktkasse mit der Supermarktverkäuferin, ist schon ein gewisser Kontakt. Das ist sehr oberflächlich. Aber sobald du mit einem Menschen irgendwas ein wenig mehr zu tun hast, dann ist es auch ein Buch. Und jetzt erst funktioniert es, das, was du an den anderen tust, tust du dir Ah selber. ja. Okay. Ah ja. Dann sind einmal die ganzen ausgedachten Flüchtlinge vom Tisch. All das ganze Zeug ist alles vom Tisch. Das sind Probleme, wo du dich reinsteigerst und dann baust du So. Vorstellungswelten auf. Das kann aber durchaus sein, dass der Nachbar irgendwann einzieht und du dann mit denen zu tun hast und dann wieder einen Hintergrund kriegst. Ich sage mal wieder, dieses jetzt gut oder schlecht, das ist so eine unendliche Frage 2, die so unendlich sinnlos ist. Und das wird so sein, wie deine Logik das aufbaut. Da bin ich Ja, sich fast drauf eingegangen. klar. Da kann man dann lernen, die Pixelmännchen, wo ich gesagt habe, hier im Film, wo ich sehe, sind ja nur Pixelmännchen, machen wir Gedanken drüber. Eine, die sich extrem engagiert,
Irgendwo war das in Bayern. Ah ja. Und die haben Syrer und dann haben die mit den Kindern spielen miteinander und dann machen die Dorffeste, Ja, wo die ja. Syrer ihre Gerichte machen und die machen ihre bayerischen Gerichte, soweit es keine Moslems sind. Kein Und Schweinefleisch. so weiter. Die schwärmen, wie das alles läuft. Ja. Es ist ihre Welt, es ist Ja, dieses richtig. Programm, baut diese Welt auf, Richtig. so denkt man es das einmal, Richtig, der ja. Geist dahinter Ja. ist. Ja. Aber was passiert, wenn man die nach Kreuzberg tun oder irgendwo ins Ruhrgebiet tun, in die Humpen? Der Clowns. Ja. Genauso einseitig die in Kreuzberg ihre Meinung oder in Recklinghausen, wie ich bei der Martin schon, jetzt ist ja noch viel, viel brutaler. Es ist mittlerweile selbst bei uns, ich mache jetzt so rein in meiner Welt eine Beobachtung, wenn ich wieder mit der Martin so viel spazieren gegangen, es ist Ja. kein Witz, wenn wir zurzeit durch Weißenburg gehen, wenn du um 6 Uhr durch Weißenburg läufst, von 10 Menschen, die du siehst, sind 8 bis 9 Ausländer. Ah ja. Echt? Ich habe jetzt nichts gegen Ausländer. Ich Nein, will dir nur nein, sagen, das ist klar. was an dem Bild Aha. ist. Es sind nur die Leute, die in Autos sind, nur noch Ausländer. Deutsche findest du so gut wie überhaupt nicht mehr auf den Straßen. Okay. Der Michael hat Aha. ja in der Weißenburg in der Schule Nachhilfen noch gemacht, die letzten Tage, wo er da war. Er sagt, von 10 Kindern 8 Ausländerkinder in Weißenburg. Ich bin jetzt rein, ich gebe jetzt nur Sachen weiter. Ja. Okay. Mir geht es nicht um Deutschland. Ja, das Mir geht wissen es wir. um Das Polen, verstehe sondern mir das sorgt auf einer symbolischen Ebene. ich. Geht das blaue Deutschland genauso am Arsch vorbei wie alle anderen Länder? Ihr wisst, das Einzige, was mich interessiert, ist der uns jetzt ausdenkt. Ja. Das ist nicht der Einzige, der überleben wird. Ja. Und wie das abläuft, muss man sich überraschen lassen, aber du hast extrem viel in der Hand. Wenn du dich vervollkommnest, und das passiert ganz einfach, indem du lernst, einverstanden zu sein, loszulassen mit den alten Meinungen, das nochmal loslassen, nicht zurückgehen und dann begreifen, dass das, wo du vorher in Druck, wenn du unter Druck bist, kannst du eh nicht klar denken. Wenn du loslässt, sind ja immer noch beide in der Mitte. Sind Ja, die zwei in der Mitte. ja. Der, der in der Mitte ist, kann das sehen. Solange du dir das noch irgendwo räumlich oder zeitlich woanders hindenkst, wirst du das eh nicht sehen. Weil ja alles jetzt passiert. Das Bücherregal sind alle Bücher jetzt, aber das sind Chats. Ja. Chats sind Shit. Das ist ja Ja. das Verrückte mit den E und den I. Ja. Das Chat-I-Tough heißt auch Leben, Lebendigkeit. Ja. Die Lebendigkeit baut von einem blauen Oni auf und das ist ein Chat. Darum ist auch das Gehirn, das Mech, ist eine gestaltgebende Kollektion. Das ist aber nur das an Wissen, was du zurzeit hast. Das ist das dein Schwamminhalt, aber bloß die Ja. Hälfte, die du bis jetzt geschaut hast. Ach Der Rest so. ist zwar schon da, aber der ist noch nicht durchschaut. Haben wir wieder zwei Seiten. Ja, muss immer, Ja, gell? klar. Was passiert mit den zwei Seiten? Das, was ich schon kenne von dem Leben und das, was ich noch nicht kenne, wenn ich das in einem Buch zusammenfallen lasse, dann hast du dich drüber erhoben oder begreifst du bloß der, der es erlebt. Das ist das Einzige, was du zu lernen hast. Es geht nicht um das Wissen als Ding an sich. Wissen ist vergänglich. Jeden Moment, den du als existierend in dir wahrnimmst, ich sage immer wieder von der harten Materie, sinnlich wahrgenommen auf deiner VR-Brille, bis hin zu den kleinsten Hauch eines Gefühls, wo ich jetzt mache das Beispiel nur, wenn du zum Beispiel sagst, Mensch, ich habe Hunger, das denkst du dir in der Regel ja gar nicht. Da ist ja nur das Gefühl da und es treibt dich dann schon. Du jetzt denkst, ich habe Hunger, ich muss in die Küche, muss mal Brot machen, oder ob nur das Gefühl da ist und du gehst in die Küche und machst dir Brot als Figur. Das sind alles Informationen, die unterliegen einem ständigen Wechsel, wo du sofort wieder gegenkorrigierst. Ich habe Hunger, ich will satt sein. Aber auf satt sein kommt wieder der Hunger. Dann hast du ein Gefühl und du stehst auf und gehst auf den Klo. Dann drückst du was nach außen und schaubst von außen wieder was rein mit deiner normalen Ja, Logik. klar. Das ist Ständiger das ewige Wechsel. Spielen, das ist das Ja. Leben. Aber das Leben erlebst du doch immer nur in Einzelteilen, die unvollkommen sind. Ja, klar. Das Das eine. Leben, was lebendig ist, ist nicht für die Ewigkeit. Der, der es erlebt, ist für die Ewigkeit. Das ist kein ESO-Geschwätz. Du musst dir bewusst machen, dass du Richtig. derjenige bist. Das kann niemals ein Gedanke von dir sein. Dann wirst du ich. Wenn dann Figuren in dir auftragen, das sind alles Bücher aus deinem Bücherregal. Wenn du dir mal alle durchschaut hast, dann wirst du feststellen, dass du alles nur für dich machst. Ja, klar, Es eigentlich ist ja. die wirkliche Form von Egoismus. Oh ja.
Und dann macht man das, weil man das was, dann verzichtet man eigentlich für einen anderen, der gar kein anderer ist. Dann gleicht dich Schön, was in irgendeiner schön, Form an. schön. Ja. Dann Sehr bist du schön. fest, denn die größte Freude, die du selber erleben kannst, ist, wenn du den anderen Ichs von dir in einer anderen Personifizierung, ohne dass die das wissen, eine Freude machst. Aber was ist jetzt Freude? Was ist die größte Freude? Die größte Freude ist die Gewissheit. Das Gewissen. Das geistige Das Wissen und das Gewissen. ist die Weite. Ja, genau. Gewissheit. Alles andere ist vergänglicher Dampf, mein Gott. Und die Probleme, wo die Logik dann immer noch macht, wenn ich den und den verliere, dann hast du immer noch nicht verstanden. Das Du hast, wenn du stimmt. jetzt sagst, ich bin jetzt die Margot, den Peter habe ich in dem Moment verliert, wo ich an Peter denke und wo ich ihn mir Klar. ausdenke. Ja. Und absolut eins, Namen sind jetzt wieder austauschbar, sei du, wenn du allein bist. Was ist eigentlich mit der Margot und mit dem Peter, wenn du Geist jetzt da sitzt und du grübelst über irgendwas ganz was anderes nach? Wo ist dann der Margot und die Peter? Ich meine, jetzt mal rein körperlich. Dann sind sie eins. Klar. Aber sobald du jetzt jemanden lieben willst, musst du Klar. dir einen Menschen ausdenken, wo du sagst, den liebe ich, aber was dir dabei nicht bewusst ist, dass nicht derjenige, der sich den Menschen ausdenkt, sagt, ich liebe ihn, sondern da ist dann schon die Verwechslung da, dieses eigene Ich, und dann machst du dich schon zu einem Bärchen. Wenn ich jetzt an die Marion sage und sage, ich liebe die Marion, denke ich im selben Moment schon wieder, und also ich nicht, aber unbewusst an den Udo, weil ich mit dem Ich dann den Udo meine. Der Udo liebt die Marion. Und du musst begreifen, dass ein Gedanke nie was lieben kann, der wird so sein, wie du in dir denkst, du liebst. Immer nur. Dann wirst du irgendwann mal alles zu lieben anfangen. Aber sehr wohl auch steuern, ob jetzt hier dieses alles, ob da, wie gesagt, die Familie, das der Geist ist, oder ob es wirklich bloß tote Figuren sind. Das Schön. ist sehr, sehr hart, wenn du das merkst. Und den einen zu machen, dass jemand oder etwas was versteht, das, dann wird der Geist immer frischer, wenn man älter wird. Das ist, und wenn du das merkst in Phasen, das ist einfach, ich habe immer gesagt, ich bin ein Mama-Kind, mit meiner Mutter geht es zurzeit dermaßen dahin mit dem Echt? Denken. Das, wenn du oberflächlich, wenn wir dort sind, ist das immer noch mein Mutti. Aber das ist von der Konzentration, dass du merkst, es löst sich jetzt langsam auf. Die ist eigentlich bloß noch in Gesprächen, welcher Kleinigkeiten, wo so, Mutter, wenn du kein Problem hast, magst du dir welche, welcher Nichtigkeiten, die wird so zurückkatapultiert zurzeit in ihren Denken, in ihre Kindheit. Jetzt früher war ihr großes Trauma die Gronauers bei den Stiefeltern, aber jetzt sind noch ein Schritt weiter dahinter. Jetzt ist sie in Wettelsheim, jetzt so, wo sie aufgewachsen ist. Und da merkst du, das ist das Einzige, was in ihren Kopf kreist. Das denken wir uns natürlich jetzt wieder aus, während bloß ein Gedanke ist. Und da merkst du, da ist nichts. Dann hast du wieder andere ältere Leute, die immer wacher werden, obwohl der Körper immer mehr vergeht. Du musst mal, wenn man sagt, den Geist muss man frisch halten. Das ist Und es geht mir jetzt hier nicht um geäußertes intellektuelles Wissen, sondern um Wachheit. Das ist so schön bei meiner Mutter im Altersheim, wenn ich sage, das sind wirklich lauter lebende Leichen. Allgemein in Altersheimen, gell. So. Es ist aber Masse, es ist wie die Hühner in den Hühnerfarmen oder was wir uns auch immer ausdenken. Da leidet keiner. Das System Das als Ding ist. an sich ist so krebskrank, so. Egal um was es geht, diese Rechthaberei, egal mit was es ist, es sind alle Probleme bekannt, keiner schert sich an Dreck, um welcher den Scheißdrecks Geld. Wobei, wie gesagt, Geld als Ding an sich gar nichts Schlechtes wäre, wenn man es nicht als Lebensgrundlage sehen würde. Das ist immer wieder, wo meine alten Beispiele, wo ich sage, in den Science-Fiction-Filmen in der Zukunft, das haben wir schon seit 400 Jahren abgeschafft. Es ist ja immer wieder, die kleinen Ansätze gibt es ja immer wieder. Klar. Dieses Klar. Tauschparameter, diesen Ja, Druck, dieser Wahn, es ist halt das, was es ist. Aber es nützt nichts, wenn man sich dagegen aufregt.
Heilen tust du das Ganze, wenn es am Arsch Ja, vorbeigeht. Wenn genau. ich, wenn ich Genau. jetzt so sehen wie das Angeln. Ja. Jemand davon an, die interessiert das Angeln nicht so arg, da kann man sich jetzt reindenken, da kann man unheimlich viel lernen über Angeln, über Fische, egal über was, aber was ist Angeln, wenn es dich nicht interessiert? Eine Sache, wo du weißt, was es ist, aber es interessiert mich halt nicht. Ja. Was du da merkst, so diese vielen Dinge, ob jetzt das jüdischer Fanatismus ist, das ist ja einmal die Lügen, diese Einseitigkeiten, das ist jetzt wie im Dampfen, wo ich euch gesagt habe, diese Anzeige in der Bildzeitung. Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, was so eine kleine Anzeige auslöst. Das ist hier, Amerika sind 100 am Dampfen gestorben. Große Überschrift, Dampfen ist tödlich. Bildzeitung. Ich habe viele Geschichten gesagt. Frank ist jetzt dort hier beim Bäckerei Lena, da geht der ältere Frau vorbei, bleibt stehen, schaut ihn an und sagt, Sie wissen schon, dass das tödlich ist. Die Schwierigkeit ist, was die da ganz im Text selber erwähnen, dass die hier THC und Giftstoffe, Rauschgifte reingestopft in den Dampf und die haben das nicht mehr geraucht, sondern in das Liquid reingemischt. Da ist nur Dampf ist tödlich. Eben. Jetzt können wir da tiefer gehen, da ist ja Lobbyismus dahinter. Und was da nebenher ist mit Existenzen, was tödlich ist hier, seit dieser Bericht war, ist bei uns im Dampfershop, in den Dampfershops allgemein um über 70% der Umsatzrückgänge von Neukunden. Das ist mal Wir haben beabsichtigt, fünf gell? Neukunden gehabt, die zum Rauchen aufhören wollen. Ah, ja, Die das war sind ja die Absicht, den gell? Teller gefallen, wie das in der Bildzeitung gestanden ist. Du weißt gar nicht, was du hier in Zeitverzögerung mit solchen kleinen Lügen anrichtest, aber das ist das System, es schwingt sich auf. Ich sage, es ist das Problem von denen, dass es jeder hat seine Prüfungen, darum geht es überhaupt nicht. Weil ich dann noch gesagt habe, da kannst du dich jetzt drüber aufregen, Frankie, aber wenn du, weil der so auf Nahrungsergänzungsmittel und den ganzen Zeug steht und die MSO und CDL und ganzen Zeug hat den Fokus drauf, soll ich, dass dieselbe Scheiße ist, bloß das erscheint dir logisch. Wieso wirfst du anderen Leuten vor, die beim Vorbeigehen in einer Überschrift was aufschnappen, sich dann reinsteigern und das stochastische Denken, weil die immer die Ergebnisse bringen, die du im tiefsten Innern eigentlich schon anstrebst? Das ist der komplett eigenständige Welt. Richtig, ja. 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 Ja, klar, wo hast du deine Das ist eine komplett Informationen her, eigenständige genau? Welt. Du gehst immer davon aus, und es ist dann so, in deiner Welt, dass eins jetzt ins Internet bei Google einen Suchbegriff eingibst und dann hast du gewisse Anzeigen, dass jeder andere in deiner Welt, der dasselbe Wort eingibt, dieselben Anzeigen kriegt. Das kannst du total vergessen. In deiner Welt schon. Aber wenn du ein anderer Geist bist, der mit einer anderen komplett voreingestellten Meinung denselben Grundsuch wird, du kriegst nur Bestätigung für das, was du glaubst. Selbst Und da. jeder hat einen anderen Glauben als träumender Geist. Jeder hat einen anderen Schwamminhalt. Aber die Figur in deinem Traum, die du mit deinem Glauben aufhast, die man von dir erschafft, das musst du irgendwann einmal trennen, wo ich sage. Du darfst nicht glauben, dass wenn du jetzt die Margot bist, dass im Peter seine Welt deine Welt ist. Der Peter ist eine Figur in deinem Traum, wie auch die Margot, wenn du glaubst, die Margot. Das habe ich doch so oft mit Leuten gekriegt, wo ich sage, du kannst das übrigens genau programmieren, wenn du dich intensiv mit Computerspielen auseinandersetzt. Und mir eine Rolle spielen, der Spieler bestimmt mit jeder Entscheidung, was als nächstes für Möglichkeiten sind. Das steckt in dem Autobahnanschnitt. Das heißt, es kann jetzt sein, wenn der Holger losgelassen hätte, was er nicht gemacht hat, kann er in seinem Traum heute total glücklich sein mit der Andrea. Weil sie sich automatisch auch, wenn er losgelassen hätte, hätte ich auch losgelassen. Aber er muss der Erste sein und muss eine gewisse Zeit Ha, durchhalten, das ist die Prüfung. Dann kommt die Verwandlung. ja, du musst Zeit der spielt Erste bei sein. keine Rolle. Ja. Und da kann sein, dass das Ja. Andrea-Programm als Ding sich Ja. nicht loslässt und getrennt ist, so wie es jetzt ist. Ja, na Oder ja. umgekehrt. Die Ja. Möglichkeiten sind alle da, die Ja. Buchmetapher ist noch sehr grob. Großartig, genau. Du hast es Ja. komplett in der Hand. Ja. Ja, total. Ja. Es ist Das, jede ja. Kleinigkeit, jede Entscheidung, die du Ja. triffst. Das war ja das Hauptproblem, wenn man, ich habe euch so oft gesagt, dass ich zum Beispiel als Kind Schach spielen, dass ich so ein hundsmiserabler Schachspieler bin, weil mich das gelangweilt hat. Ich wollte nicht blind hochrechnen. Was mich immer interessiert an allen Spielen, auch wie wir Videospiele gespielt haben, mich interessiert mehr, wie funktioniert das, was für ein Mechanismus, was für eine Was Regel steckt etwas. dahinter, genau? Das Mhm. ist jetzt das
Problem wie in den Physikprogrammen, dass die Regel, die dahinter ist, etwas ist, wo man meint, ihr schaut mal von der Welt ab, von den Menschen, wie Menschen sind. Die Programmierer, ich kann euch nur mal der große Spieleentwickler, jetzt mache ich eine raumzeitliche Schnickschnack-Geschichte, war Moulineau. Der hat das erste Black and White, wo in der Schattenfrau erwähnt wird, das Ja, gibt es aber das haben nicht. wir, das haben wir. Ja. Vor sind. Ja, Dann hat er ja. Fable, War so ein bei erstes Microsoft, ein Spiel. Chefspieleentwickler, hat er Fable entwickelt. Das war dann, das ist bei Black and White losgegangen. Das Spielprinzip ist, dass deine Handlungen mehr oder weniger den kompletten Spielverlauf Ja, ergeben. richtig, ja. Agierst, dann wird die Welt dann bei Black and White war noch, die wird immer farbenprächtiger, Ja, löst, wenn du genau, Scheiße gehst, wird es immer mehr Hölle. ja. Bei Feld hat er das dann mehr in eine, so eine menschliche Geschichte reingepackt. Da habe ich auch schon einige Sachen darüber erzählt. Und dann das nächste Spiel, wo der nachkommen ist, was ich ihn noch mal gar nicht, da hat er versucht, sich mit den Programmierern zusammenzusetzen. Was haben wir für Möglichkeiten, weil der Spieler der Punkte machen will. Da bin ich natürlich gut, weil ich will ja der Gewinner werden und ich will ja, dass meine Welt schön wird. Die Schwierigkeit ist, der muss als Spieler bloß gut agieren, aber im wirklichen Leben kostet dich was. Es ist nichts umsonst. Du musst immer was opfern. Im klassischen Sinn, wenn ich was Wahnsinn, haben will, muss eben ich ja immer Geld so. dafür hergeben. Das Geld muss ich mir aber mühsam erarbeiten. Ist mir das wert? Im Spiel in einem gewissen Maß das nur mit die Punkte zu machen, ist es eigentlich ein Blödsinn. Gut, dann hat er kein Geld. Den ganzen, das ist ja, wenn du musst wirklich, bist du bereit, was zu opfern? Ja, das ist genau das. Bist du bereit, was zu opfern, was dir weh tut? Spiel, der tut nicht weh. Verstehst du das? In dem Sinne, was für Möglichkeiten haben wir im Computer, dieses System reinzubringen, dass du Gutes tust, dass dir das wirklich, dass du wirklich was, dass du für dich leisten musst, um an anderen was Gutes zu tun. Und das ist, da hat es fast keine Lösung gegeben. Die haben zwar da mehrere Versuche gemacht und dann ist, habe ich den nochmal weiterverfolgt. Ich sage, das kann man dann wieder, das klingt jetzt sehr negativ, kann man aber wieder positiv sehen, dass wenn ich in dem Moment, wo ich die Freude des anderen zu meiner Freude mache, weil ich begriffen habe, dass ich ja auch der andere bin. Das war Sehr mein kleines schön. Beispiel mit dem, der Vater Sehr spielt schön. mit seinem Kind, ärgere dich nicht. Genau. Das ist mal das Spiel so, dass du lernst, dich nicht zu ärgern. Das ist aber eine gewisse Reifestufe, das hat das Kind noch nicht. Ja, eben. Ich kann ja das Eben. Kind absichtlich gewinnen lassen. Dann spiele ich, dass ich mich ärgere. Ich muss ja echt überwinden. Ja, Dann genau. erzeuge ich in dem Kind Freude und dann habe ich doppelte Freude, weil ich ja freue mich an dem Kind und freue mich, dass ich derjenige bin, der die Freude ausgelöst hat. Genau so. Ja. So, jetzt macht deine Mutter mal Freude. Da ist nichts. Nee. Außer du magst das, was sie unbedingt will, aber nicht einmal das wird, glaube ich, in ihr Freude auslösen. Ja, richtig. Das ist einfach nur ein totes, starrsinniges Programm ist. Gut erkannt. Ja. Das heißt, du quälst dich aus einer Moral heraus, die es gar nicht wert ist. Richtig. Scheiß drauf, was denkt die dann von mir? Das ist alles, das sind die Fehler des Zweiten. Ist logisch, aber nicht besonders geistreich. Hat übrigens, was ich dir jetzt erzählt habe, überhaupt nichts mit dem menschlichen Egoismus zu tun, sondern mit geistreichen Dingen. Ja. Super, Genau. super. Ja, habe ich verstanden. Ein schönes Selbstgespräch, ich hätte mal aufnehmen können. Habe ich aufgenommen. Hätte man gewisse Formen, hä? Habe ich Auf aufgenommen dem Handy. auf dem Smartphone, habe ich jetzt auf dem Ja, nee, das ist so uninteressant. Voice Passt Recorder. schon. Gibt's einen? Normalerweise schaltet sich's auch automatisch ein, aber es hat sich nicht automatisch Nein, ist okay, eingeschaltet. ich hätte sie einschalten können, aber habe ich jetzt eh schon alles zigfach erzählt, obwohl ich eigentlich jedes Mal trotzdem was anderes erzähle, aber das weißt du ja. Ja, kommen immer ein paar Das sieht, wo Bonbons. ich immer oberflächlich, das kriegen jetzt die, die jetzt eine gewisse Zeit Reife haben, die kriegen das jetzt Ja, immer mit. Gestern ja. war Holger da, als ich meinen Stammtisch gegangen, dann habe ich hier ein paar Sachen, eine Stunde geredet, da hat Holger und Bezi Ja. dann noch miteinander geredet und gesagt, das war so der absolute Hammer. Ja. Das waren alles Sachen, die die wirklich schon hunderte, tausendmal gehört haben und ich habe minimale Kleinigkeiten dazu gemacht und die haben wieder so viel Heurekas gekriegt. Ja, naja, letzten Selbstgespräch überhaupt, die sind Ja. so Hammer, die letzten Gespräche. Ja, Immer das ist alle, doch aber aufgebaut. Darum ich habe rede ich immer das immer wieder. Gefühl. Ich setze ja eh schon Grundwissen voraus, aber ich reduziere das jetzt wirklich auf das Wesentliche. Ja, genau. Das ist nicht nur das Wörter aufwächern. Ja.
Das kann man sich reindenken, aber auch das ist vergänglich. Das ist nur jetzt in der Phase, es bleibt immer noch in der Logik, die du verstehst jetzt. Die haben wir erweitert mit Holofeeling, mit der Vordersprache. Da geht es mir einzig darum, dass du merkst, dass es da keine Zufälle gibt. Ja. Eigentlich die Vordersprache beweist das ganze linguistische Schwachsinn der Evolution des Menschen, ja. Dass aus unartikulierten Tierlauten oder ja. der Physik, das widerlegt es ja, hundertprozentig. ja. Aber wir haben das Wissen, ein Gedanke von uns. Muss das. Gibt es irgendeinen Gedanken von uns? Nö. Ja. Gedanken. Wer ja. ist mächtiger? Wie alle Menschen, die du dir ausdenkst. Der Denker, der sich die Menschen ausdenkt. Ja. Und in dem Moment ist dieser Denker auch bloß ein Gedanke. Ja. Also muss der sich einen ja. mächtigen Denker ausdenkt, mächtiger sein wie dieser Denker, weil er ja bestimmt, dass dieser Denker so mächtig ist. Gedanken wird es nie begreifen. Weil ja. die Gedanken nichts vom Denker wissen. Ja. Das ist auch so eine Kleinigkeit, wo ich gesagt habe, in unserer Trinität, die unheimlich wichtig ist. Die Gnede, die Form und der Former, der Jozer. Dass wir was Rotes haben, was Blaues haben und der Former ist keins von beiden. Denke ich, nenne das ja. jetzt einfach ein Programm als Ding an sich kann von sich aus ja. ohne Energie, ohne Computer gar nichts machen. Ja. Das Programm ist nicht die DVD, der USB-Stick, ja. die Datei. Des ja. Programms sind ja die Bündchen und die Strichen ja. oder die ja. Ein-Aus, die Bits, egal wie du es nennst, das sind alles nur Gedanken. Aber diese Gedanken sind nicht das Programm. Das Programm ist schon ein Chat. Ja. Das ist das große blaue Ich. Das mhm. große blaue Ich ist weder etwas, was als Ding an sich, als Ganzes ja. in Erscheinung treten kann, blau, ja. genau. was du sehen kannst, was du denken kannst. Das Wort Programm ist ja nicht das Programm, so wenig wie Wetter Wetter ist. Genau. Das Wort Wetter ist nicht das Wetter. Das ist die Grundlage für Bilder, die in dir auftauchen. Ja. Dann hatte ich die Sache hier mit der Entscheidung nochmal da, der Grause sich dann eingemischt. Weil ich dann immer wieder sage, mit dem Entscheiden, man muss doch entscheiden. Ich sage, es gibt zwei Arten von Entscheidungen. Es gibt eine geistreiche, vollkommene, absolute Entscheidung und eine Entscheidung, die deine Scheidung auflöst, aber dich in eine Sackgasse führt. Wenn ich an der Kreuzung hinfahre, ich kann jetzt die Möglichkeit, dass ein Stoppschild, jetzt kann ich rechts fahren, links fahren oder geradeaus fahren. Der eine Weg scheidet sich, wenn ich an dem Stoppschild stehe. Und jetzt muss ich mich entscheiden. Ich kann ja nur mit der normalen Logik rechts, links oder geradeaus fahren. Sobald ich einen dieser Wege einschlage, dass ich sage, wenn ich von zwei oder mehreren Möglichkeiten, die jetzt als Scheidung geschieden von mir vorliegen und ich das weiterlaufen lasse, muss ich mich für eins entscheiden. Ja. Dann hebt sich auch die Scheidung auf. Es ist eine Entscheidung. Aber ich bin wieder bloß in einer Einzelspur. Ja. Absolute Entscheidung ist, dass ich alle Wege fahre. Dann hebt die komplette Scheidung auf. Es geht das, aber nicht auf der unteren Ebene, ja, da kann ich geht. Immer wieder bloß einen Einzelweg fahren. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Und ja, das ja. ist jetzt der große Trick. Ja. Ich kann doch nicht alle Seiten in einem Buch gleichzeitig lesen. Ich sage, was hundertprozentig sicher ist, dass du alle Seiten jetzt anschaust. Es ist ja. es jetzt, ist die Lösung. Ja. Wenn du verstehst, was ja. ist jetzt, ist das Problem Super. Vom Weg der Scheidung, weil dann bist du eine Stufe höher. Super. Super, ja. Ja. Und solange du die Höhe noch nicht hast, musst du die einzeln nacheinander ja, genau. abrasten. Genau. Aber alle Bücher, die noch kommen, sind schon da. Ja, genau. Alle, die gelesen sind, sind auch noch da. Ja. Und die, die gelesen hast, wo du deine Erfahrungen gemacht hast, sind nur die Erfahrungen, die du mitnimmst, ja. nicht mehr die Inhalte der Bücher, die sind uninteressant. Ja. Du lebst ja Leben, um Erfahrungen zu machen als Geist. Du lernst in dem Leben was. Was du mitnimmst, ist letztendlich, das ist wie Märchengeschichten. Des Kaisers neue Kleider, und es geht doch nicht um diese Scheißdreckskleider und den Kaiser und die zwei Scharlatane, sondern Metapher, die nimmst du mit. Das, was du verstehst, was du lernst dabei, ja. können wir in tausend andere Märchengeschichten mit anderen Figuren oder anderen Situationen, mein Beispiel, wie die Sprichwörter. Krug geht so lange, bis er bricht, um den scheiß Krug geht es doch gar nicht. Und an den Lügen mit den Beinen. Sondern um das, was damit gelernt wird, was man damit versteht. Du belügst letztendlich immer wieder nur dich selbst. Die Welt ist das, was der Fall ist. Und das ist die Falle. Ja. Falle heißt Lüge und Betrug. Ja. Da kommt es falsch her. Ja. Super. Aus den Super. Das ist dann das Fell, das du dir selbst über deine Ohrenbohrungen ziehst. Dieses Fell, Fallerfell, das, was du dir überziehst,
Das ist dann wie das Kleid des Eden, wo du dich Ja, eigentlich genau. so aus dem Paradies rausgeschmissen wirst. Eigentlich heißt es ja dieses Or mit 70 Geschlechtern. Und sie machten sich ein Karleid aus Or. Ja. 76-200. Das wird normalerweise ein Kleid aus Fell, was Ja. eigentlich Leder, Haut, vorgenommenen Zeiten. Leder heißt übrigens eine auseinandergeschmissene, geöffnete Berechnung. Ja, immer. Immer wieder. Passt. Passt immer. Super, super, super. Ja, alles passt. Ach ja, Leute. Ah, Bruder. Schön, passt. Oh, das war da. War der Ja, Hammer. wir. Ah, Udo. So gut, so gut. Lass uns unser Brösel-Leben leben. Gerne. Ja, es wird Das immer, Gott es mit dir. ist so. Und lass dich überraschen. Lass dich einfach überraschen. Ja. Schön, wunderbar. Ich habe was sehr Nur. Schönes für dich vorbereitet. Also, das übersteigt deine jetzige Vorstellungskraft. Also, das Schlimmste, was passieren kann, höchstens ist, dass du dann das Gefühl kriegst, wie man das auch bestellt und nicht abholt, dass es nicht schnell genug geht. Weil man feststellt, das ist manchmal. Das ist wie auch die Zeit, wo ich sage, bei mir im Laden, ich mache jetzt wieder normal. Und das war ja bis zum Schluss. Aber irgendwann sitzt du und das war mein Leben, wo ich auch wirklich mit Freude gelebt habe, auch mit dem ganzen Ärger, wo man mit einem Geschäft hat. Na Aber ja, irgendwann sagt man, klar. das ist das der Sinn des Lebens, das ist es nochmal, ich bin das nochmal. Ja. Da muss man loslassen können. Ja. Na schön. Wunderbar, wunderbar. Sollen Einfach sich die wirklich. anderen darum ärgern, dann haben die ihre Prüfungen. Ja. Danke, 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 Udo. Ja, ihr wisst doch, was wäre ich ohne euch? Ein Tito. nicht gedachter Gedanke. Tito. Ja, Wir beiden Ja. sind, Und wir sie brauchen brauchen uns uns eigentlich. dann doch Doch, irgendwie. ja, auf jeden Fall. Auch da sind zwei Das ist Seiten. eine andere Form von Familie, das habe ich immer wieder gesagt. Ja, Das war jetzt die auch ein göttliche Familie, Bejahendungswahn. gell? Das sind bildfremde Menschen mit ganz anderen Charakteren und Ja. Interessen teilweise. Aber da ist ein verbindender Parameter drüber. Ja. Haben wir Tux auch erlebt, das haben wir auch gesagt, das ist eigentlich die eigentliche Familie. Es sind ganz Ja. fremde, ja, ganz andere Interessen, aber es Ja. ist trotzdem, da ist ein verbindender Parameter drüber, das ist dieses Wissen, was Ja. man eigentlich ist. Ja, Ja. ganz wesentlich. Und trotzdem müssen die einzelnen Leben einzeln gelebt Ja. werden. Ja. Ist Und so gut so. vielfältig. Schön. Wunderbar. Ah, das ist so erfüllend, Jetzt muss ich Udo. auch mal einen kleinen Moment, bin gleich wieder da, kommt der Holger.